Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play The Witcher 3. Und wir sind mitten in der Schlacht um Kaer Morhen. Verwende die Meritium-Bomben oder das Irdenzeichen, um alle Portale der Jagd in den Wäldern um Kaer Morhen zu schließen. Okay, wenn wir rennen, werden wir gesehen, Freunde. Das bedeutet... Nee, Quatsch, werden wir nicht. Aber kämpfen dürfen wir nicht. So, Irden. Boschs Fallgruben, die sind wirklich ideal. Ja, ich wäre fast reingelatscht. Gut, dass wir nicht reingefallen sind. Ja, ganz gut. Ruhig. Bosch kennt sich mit dieser Kampftaktik aus. Die Abdeckung würde unser Gewicht tragen. Bei einem Reiter der Jagd in voller Rüstung ist das was anderes. Nicht, dass ich diesen Unsinn... So. Ich hoffe, wir hatten uns letzte Folge für alles richtig entschieden. Ich hasse Portale. So, und jetzt rauf da. Kommt ran hier. Igni. Keine Chance. Verreckt. Und weiter geht's. Okay, alles cool. Wir können rennen. Kein Problem. Und zack und wuh. Oh Gott. Und weiter geht's. Halt, es geht noch nicht weiter. Jetzt. So, wir werden uns wahrscheinlich keine Tränke mehr herstellen können. Das heißt, ich will die so spät wie möglich benutzen. Komm zu Mama. Geralt, hierher! Schau, sie formieren sich neu. Siehst du den Kommandanten? Das ist Imlerit. An den kann ich mich erinnern, als ich noch mit der wilden Jagd ritt. Verdammt, der Zauber lässt nach. Wir werden sichtbar. Was ist mit Merigold? Scheiße. Du solltest drinnen warten! Ach du Scheiße, Ich kann mich nicht ewig verstecken. Ich muss mich ihnen stellen. Anders konnte ich mich nicht entscheiden. Sofort! Nein! Geralt hat das Signal aus den Wäldern gegeben. Und Triss hat den Zauber nicht gewirkt. Verdammt! Renn zu ihr! Schönes Ding. Ciri, pass auf! Okay, wir spielen wieder als Ciri. Ich bin ein bisschen froh, dass ich jetzt selber mit Ciri kämpfen kann. Was hat sie denn hier? Teleportiert dich im Kampf, damit du hinter deine Gegner gelangst. Sturmangriff. Sehr starker und schöner Angriff, den Gegner umwerfen kann. Ruf deinen Feuerball herab.
ein bestimmtes Gebiet einebnet. Okay. Jetzt gibt's auf den Poppes. Ja. Ah, Alter! Was für eine miese Scheiße! Ich frag mich, was passiert, wenn Triss stirbt? Ist es dann, Ciri stirbt? Ist es dann vorbei? So, vor allem renne ich in die ganz falsche Richtung. Ist ja auch geil. Komm mal her jetzt. Komm! Hä? Nein! Halt durch, Triss! Ja, hat ein bisschen gedauert, aber ich komme. Geh in den Burgkrieg! Niemals! Nein! Geralt hat das Signal gegeben! Kommt her, ihr Schweine! Ich nehme euch alle mit! Verdammt! Tetraglapin! Gib ihm, Triss! Ich kümmere mich hier! Oh, diese mir. Verdammt. Geralt! Zurück! Das Zauber lässt nach. Der Schneesturm hat die Festung fast erreicht. Schneller, Fetze. Nicht anhalten. Merigold gibt uns Deckung. Los, Plötze, dafür haben wir trainiert. Wer statt? Imlerit? Wohl kaum. Große Abteilung nähert sich aus dem Wald. Wir müssen das Tor schließen, bevor sie reinkommen. Mist. Huch, das war nicht mit Absicht. Ah, endlich kann ich wieder kämpfen. Riegelt den Burghof ab. Mach das Tor zu. Ja, ja, okay. Aber ich muss hoch, oder? Komm schon. Lambert, du kümmerst dich. Geralt, jetzt lauf! Mach das verdammte Tor zu! Ja, doch, ich bin auf dem Weg! Besemir, ich bin auf dem Weg! So, jetzt gibt's einen Donner. Pass auf dich auf. Warte mal, ich sag, ich komme! Das Tor, verdammt! Mach es zu! Yeah. Lauf nach!
Lambert! Spiel nicht den Helden! Geralt, geh zu Lambert! Sofort! Okay. Lambert, ich komme! Donner wirkt noch, sehr schön. Lambert! Verdammt! Bleib bei uns! Wir müssen uns zurückziehen! Yennefers Kraft lässt nach! Mensch, lass mich einfach runter zu dem Typen, ich mach den fertig! Eisekalt, Junge! Wir müssen uns zurückziehen! Yennefers Kraft lässt... Okay. Achtung! Zurückziehen! Durch das Tor in den Hof! Alter, ist... Warte! Wo ist das Portal? Aufeinander aufpassen. Eine Sekunde zu früh. Wir haben einen Weg zurück auf deine Position. Viele Masse von Räubern, ihr Bastarde! Durchgang zum Haupthof überprüfen! Noch irgendwo was? Da unten. Komm. Hier ist nichts mehr, Leute. Schon geklärt. Wo ist Eske? Verdammt. Er sollte doch das Tor öffnen. Das hat er noch nicht getan, also... Er kommt klar. Wir müssen uns jetzt um Triss kümmern. Verdammt. Verdammter Eske! Hoffentlich hat sie dich erwischt. Komm, wirke, Junge! Triss, wir kommen! Alles in Ordnung? Ja, danke. Es sah nicht gut aus. Wir mussten uns zurückziehen. Sie haben versucht, durchs Haupttor reinzukommen. Ich fürchte, das nächste Mal könnten Sie es schaffen. Was ist mit Eske? Wir müssen den Rückzug antreten. Es sind Schwierigkeiten. Ich gehe ihm helfen. Denk an den Stein, den ich dir gegeben habe. Siehst du? Ich kann das auch. Die gehören mir. So, dann komm mal ran jetzt hier. Yeah.
Mhm. Ah, shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Okay. Kurz warten, kurz warten. Gib ihm. Eskel, gib ihm. Oh. Okay. Du hättest dem Burgfried auf deinem Hintern sitzen bleiben sollen. So wie ausgemacht. Mhm. Wer hätte dann deinen gerettet? Und es geht weiter. Danke. Wir müssen ihm das Tor aufmachen. Oh, ich brenne übrigens. Ich brenne! Verdammt! Das wird kurz und schmerzhaft. Besiege Tarantiers Krieger. Ja, geh schon mal vor. Ich muss hier ein bisschen... Okay. Eskel hat das Tor aufgemacht. Wir können uns dahinter zurückziehen. Rückzug! Du sollst doch nicht hier draußen sein. Zu spät jetzt. Sie kommen durch die Lücken rein. Die Meritium-Bomben. In den Kisten bei den Mauern sind noch mehr. Geralt, halt sie auf! Ich muss einen Vitalitätskreis formen. Wir müssen die Portale schließen, sonst sind wir tot. So. Komm, komm. Ah, scheiße, ich hab keine. Verdammt. Boom, 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 boom. Nicht verteilen. Die Meritium-Bombe. Und schwupp. Und zurück. Was war das denn? Was war das denn? Hilft Tristi, wilde Jagd beim Tor zum mittleren Burghof zu bekämpfen. Okay. Der Bastard will durchbrechen und reinkommen.
Sie kann dich nicht im Stich lassen. Ihr Menschen seid einfach so unpraktisch veranlagt. Ciri, nein! Tu's nicht! Ich verbiete es dir! Du warst schon als Kind so widerspenstig. Das mochte ich an dir. Flieh jetzt! Ich war zu spät, um ihm zu helfen. Das ist nicht deine Schuld.
Ich hätte nicht hierher nach Kaer Morhen hinfliehen sollen. Avalach ist schwach, aber er lebt. Triss kümmert sich um die anderen. Ich hätte euch fast umgebracht. Euch alle. Okay. Zu beleidigt, ich muss jetzt erstmal wieder runterkommen. Alter, Alter. Vesemir hat es nicht geschafft. Hätten wir ihn retten können? Hätten wir ihn retten können? Ich weiß nicht. Hat es mit unserer Wahl zu tun gehabt, bevor der Kampf losging? Hat es damit zu tun gehabt, dass wir zu wenig Leute da hatten? Wir hätten Kaera gehabt, die leider auch tot ist. Hätte es Vesemir dann geschafft, vielleicht. Vielleicht. Es gibt keine Schuld, nur Trauer. Du hast uns gerettet. Ohne dich wären wir alle tot. Nein, Geralt. Die Jagd wäre nie nach Kaer Morhen gekommen, wäre ich nicht hier gewesen. Vesemirs Begräbnis. Wir sollten es vorbereiten. Will dich nicht. Kein Hexer stirbt je in seinem Bett. Du weißt nicht, wie das ist, Geliebte sterben zu sehen. Wegen dir. Für dich. Alle wussten, worauf sie sich einlassen. Ja. Und ihr habt mich gerettet. Für eine Woche? Zwei? Wir verstecken dich, Tarnenspuren. Nein. Ich fliehe nicht mehr.
war Fail. Für die, die übrig bleiben, darf der Tod nie Vorrang vor dem Leben haben. Zollt eurem Freund den letzten Respekt. Dann müssen wir beraten. Quest abgeschlossen, die Schlacht von Kaer Morhen. Neue Quest, Blut auf dem Schlachtfeld. Ich werde mich immer an deine Lehren erinnern und an dein Opfer. Ich weiß nicht, ob das vom Spiel vorgegeben ist. Das Wesen mir stirbt, keine Ahnung. Aber es ist tragisch, Freunde. Danke. Also bitte. Sie war mir auch anvertraut. Und die Alten sollen ja nur den Jungen helfen. Du weißt, dass der Kampf damit kaum vorbei ist. Ich weiß. Was immer du jetzt vorhast, denk dran, dass du in Skellige Leute findest, die dir helfen. Mich, Krach, seine Kinder. Naja, die mir helfen. Nicht mal der scheiß Emir hat mir geholfen. Ich werde dran denken. Danke, ich werde dran denken. Ich sehe noch mal nach den Verwundeten, aber ich muss bald los. Ich lasse euch ein paar Medikamente da. Möge es dir wohlergehen, Moissac. Bis zum nächsten Mal. Eskel. Woran denkst du? Kaer Morhen. Ich kann mir den Ort nicht ohne Wesemir vorstellen. Ich ziehe bald das Tal hinunter. Dann suche ich mir was anderes zum Überwintern. Bleib doch noch. Komm schon, es ist die einzige Heimat, die wir je hatten. Bleib. Nein, Geralt. Der Ort stirbt schon seit einer Weile. Das heute war der letzte Sargnagel. Wird Zeit, dass wir es akzeptieren. Okay. Und? Erzähl. Jetzt kann ich sagen, ich habe alles gesehen. Ich glaube immer noch nicht alles, was passiert ist. Danke für eure Hilfe. Danke, dass ihr gekommen seid und euer Leben für mich riskiert habt. Pass auf das Mädchen auf. Lass nicht zu, dass ihr jemand was tut. Was habt ihr vor? Wir gehen nach Novigrad und kämpfen den nächsten Kampf. Wenn du uns vermisst, such uns im Feldlager. Lambert. So kann ich mit ihm eigentlich noch mehr. Okay. Wie fühlst du dich? Bitte. Danke für alles. Sicher. Stimmt was nicht? Werd wieder gesund. Lass mich zufrieden. Da bist du. Verdammt schade um Wesemir. Es tut mir so leid. Danke für deine Hilfe. Ich hatte noch eine Schuld offen. Direkt zurück nach Skellige? Du gehst direkt zurück nach Skellige? Es wäre nicht recht zu trödeln. Der Krieg gegen die Schwarzen wartet nicht. Du kannst dich auf mich verlassen, weißt du? Immer. Ich weiß. Danke. Sultan, alter Haudegen. Haben wir es mal wieder gerissen. Du willst wissen, wie ich mich fühle? Danke, nicht schlecht. Das ist gut. Ah, schrecklich, das mit Wesemir. Ich weiß, ihr standet euch nahe. Danke. Das stimmt.
Hör mal, ich will meinen Bart nicht in fremde Angelegenheiten stecken, versteh mich nicht falsch. Ich will helfen, was immer du entscheidest, aber für meine Begriffe brauchen wir einen Gegenangriff. Wir müssen die Jagd und Eridin finden und auf sie losgehen, wie der Bulle auf die Kuh. So einfach ist das nicht. So einfach ist das leider nicht. Wir können sie nicht finden, sie uns aber jederzeit. Sie können uns überraschen, wann sie wollen. Vergib mir, Geralt, aber das ist doch das Gerede eines Mannes, der einen tragischen Verlust nicht überwinden kann. Trink darüber, schlaf darüber, was auch immer, aber reiß dich zusammen und überdenke die Dinge. Das mache ich, Sultan. Mach's gut, Wesemir. Cirael kann riesige Machtmengen nutzen. Warum hat sie keiner gelehrt, sie zu kontrollieren? Das haben durchaus welche getan. Offensichtlich vergeben. Wir konnten noch nicht sprechen. Danke für deine Hilfe und deine Fürsorge für Ciri. Dank mir später. Jetzt müssen wir Cirael von hier fortbringen. Sie verstecken. Wir brauchen eine größere Streitmacht. Alle, auf die wir uns verlassen können, sind nach Kaer Morhen hingekommen. Darum müssen wir die Hilfe von Feinden suchen. Magie ist die beste Verteidigung gegen die Jagd. Wir brauchen Zauberinnen, Erzmeisterinnen der Magie. Du meinst die Loge? Viele Logenmitglieder sind tot. Der Rest ist untergetaucht. Philippa Eilhardt, Margarita Laux-Antil und Fringilla Vigo leben vermutlich noch. Und Francesca und Ida? Würden sie mitmachen? Ich glaube, man könnte sie überzeugen. Würdest du mit Keira lieber alleine reden? Das wäre wohl am besten. Wir haben wohl keine Wahl. Ich vertraue der Loge kein bisschen, aber es sieht so aus, als hätten wir keine Wahl. Haben wir auch nicht. Ich habe eine Abmachung mit dem Kaiser getroffen. Im Gegenzug für ihre Hilfe erhält die Loge Amnestie und Asyl in Nilfgaard. Das ist unser Faustpfand. Triss, ich will heute aufbrechen und die Zauberinnen finden. Hilfst du mir? Natürlich. Ich weiß sogar, wo du anfangen könntest. Verdammt! Ihr plant schon wieder, ohne auch nur zu fragen, was ich denke. Mir reicht es. Ich lass mich nicht irgendwo hinbringen wie ein Bündel. Ich sitze nicht herum und drehe Däumchen. Ich bin das Warten und das Versteckspiel leid. Oh Mann, das Ding ist, sie kann ja kämpfen. Sie hat recht, aber wir müssen sie trotzdem schützen. Du darfst dich nicht zeigen. Bin ich ein Banner, das von den Feinden ferngehalten wird? So behandelt ihr mich. Niemand wagt es, der Bedrohung entgegenzutreten. Aber wir müssen sie töten, sonst sterben wir früher oder später alle. Ich gehe ihr nach. Ich gehe ihr besser nach. Warte, sie braucht Zeit. Sie muss selbst mit ihrer Trauer fertig werden. Wir sollten möglichst schnell anfangen, sie auszubilden. Sie muss lernen, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. Ist es wirklich nötig, sie auszubilden? Du hast gesehen, was passiert ist. Sie könnte eine größere Bedrohung als die Jagd darstellen. Gut, wir bleiben noch eine Weile hier. Dann kommen wir zu dir und Triss nach Novigrad. Wir treffen uns in Rittersporns Taverne. Los, Jen. Je schneller wir aufbrechen, desto besser. Mit des Unterhöschen. Bis dann.